So, hier ist Teil 1, also zumindest ein Teil für Sarah. Okay, dann rennen wir jetzt weiter und sammeln den Rest. Jo, das ist sau schwer zu sehen. Ich bin hier echt ein paar Mal lang gelaufen. Aber es ist dieses Ding, wo die draufstehen. Ja. Na super. So, wie es ausschaut, hier in der Ecke. So, dann rennen wir hier noch einmal. Fix in Richtung Leuchtturm. Waren hier am Anfang zwar schon mal, aber nicht mit Miss Fortune und hier, klein umrandet, wieder ein Stück. So, und zu guter Letzt doch noch einmal hier in den Schlachterhafen, um das fünfte Pergament zu holen. Und damit haben wir die Pistolenpläne und die Sachen von Miss Fortune auch alle. Das heißt, jetzt brauchen wir den Windgötzen. Das heißt, wir sehen uns gleich in der Arena einmal wieder und prügeln uns mit Yasuo einmal durch. So, wir sind an einem Ort mit dem Namen Ruhe drin. Und Ehre und Ruhm, denke ich, werden wir hier kriegen. Das heißt, wir kämpfen mit Yasuo und hoffen, dass wir hier das Ding zur Belohnung direkt beim ersten Mal kriegen. Oder im schlimmsten Fall müssen wir hier ein bisschen mehr durchhauen. Aber die sieht ein bisschen brutal aus. Aber sie ist Level 9. Ich Der denke Wind mal, leitet wir mich. halten Rechtsklick gedrückt. Ist. Also nicht, dass sie einen Schaden macht, aber wieso haben wir so wenig Dings gemacht? Verringert 90% Steigerung von Riss. Ja, in dem Fall kriegt die ein paar mehr Risse. So, sieht schon besser aus. Stufe 9 und wir machen ja keinen Schaden, soweit kommt's noch. Erledigt! Bezahle für deine Dummheit. Nicht das, was wir haben wollten. Oder? Nein. Kein Kämpfer, sondern könnte als Gruppe antreten. Kann es sein, dass wir hier hätten quasi von Anfang an komplett kämpfen können? Ich habe keine Ahnung, aber wir beschleunigen die Kämpfe auf jeden Fall auf Faktor 2, solange die Gegner so schwach sind. Ich will natürlich das aber auf keinen Fall vorenthalten. Interessant heißen die Angst, Zerstörung und Elend. Das heißt, wir machen hier fix ein paar Rechtskampfkämpfe. Einer weg. Noch einer weg. Und ein letzter weg. Weil ich denke tatsächlich, wir müssen uns dann wohl doch bis zum Ende durchklatschen. Bis wir den Götzen kriegen. Das sind Pistolen. Aber mit Yasuo weiter. Ah, von den Schatteninseln einer oder ist das von den Windinseln? Ich glaube von den Schatteninseln. So, wir nähern uns aber dem Level, den wir haben wollen. Oder ist das einer von denen, die immer die Gegner nachgebrüllt haben? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher.
So. Sphäre der Feenwiese ist auch nicht, was wir haben wollen. Zum Glück haben wir ja genug Kohle. Das ist also hier kein Problem. Ein dicker Wurm. Eine Klinge. Ein Zweck. Ich bin verwundet. Gar nicht so schlecht. Was das? Ja, der hat mehr zugebissen, als ich dachte. Schattenschneide. Die Waffe wenigstens besser. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier mal Miss Fortune. Ich denke, dann ist es tatsächlich egal, mit wem wir das Ganze machen. Grausame Schrottsammler. Neuer Tag, neuer Kampf. Das heißt, wir brauchen Dills. Tod und Vergessen. Okay, das sieht gut aus. Was? Wieso hat das keinen Schaden gemacht? Nicht absoluten Schaden. Grausamer Schrottsammler, wer macht denn jetzt True Damage von unseren Leuten? Kriegen wir doch niemals tot. Ich frage mich, warum wir die starken Tränke nicht nehmen können im Kampf. Ob ich da irgendwie zu blöd bin? Oder ob wir die hätten irgendwie irgendwann mal ausgeben müssen. Ich bin ganz außer Atem. Keine Gnade. Wer ist jetzt dran? Das hat ja immer ein bisschen Schaden gemacht, aber nicht genug. Ah, hab dich gewarnt. Na, jetzt könnte es genug machen. Frage ist, halten wir noch einen Angriff durch oder sollten wir doch lieber unser Glück mit einem mittelstarken Heiltrank probieren? Hoffen wir einfach, dass er mit unter 2000 draufhaut. Nee. So, Yasu ist fast tot. Hier brauchen wir einen anderen Char. Wer macht denn True Damage? Yasu kann welchen machen. Können die anderen auch welchen machen? Ich glaube nicht. Also zumindest habe ich jetzt keine Ahnung. Also zumindest, anders gesagt, mir fällt das jetzt nicht spontan ein, dass die das können. Steife Brise, absoluter Schaden. Das geht auch. Okay, dann weiß ich, was wir machen. Wir nehmen die raus und machen die hier rein. Ja. Und dann ein neuer Versuch mit Yasu. Müssen nur hoffen, dass der uns nicht gleich
direkt aus den Latschen kloppt. Aber die Verteidigung haben wir jetzt auch nicht runtergekriegt, gefühlt. Was ich sehr komisch finde. Ich hätte nämlich gedacht, dass man die Verteidigung zumindest irgendwie mit Angriffen aus XY reduzieren kann oder so, aber das ging ja gar nicht. Genug geflohen. So, heißt. Fangen damit an. Ich glaube, das Gefühl, der tötet uns mit zwei Angriffen. Das wird nie langweilig. Schauen wir mal. Machen wir das. Mit mehr Leben machen wir das. Mit mehr Leben. Probieren es nochmal, sonst versuchen wir es mit Illaoi ohne den Schaden und tanken den Müll einfach weg. Genug geflohen. So, wir halten mindestens zwei Angriffe aus. Zu leicht. Du hast es nicht anders verdient. Ich brauche was zu trinken. Unsere Sechs, wir müssen einen Angriff überleben. Reicht es? Ja, dann haben wir nämlich wieder ein dickes Schild. Und dann kriegen wir gleich nochmal ein dickes Schild. Dann müsste das jetzt sogar reichen. Seiden-Eck trippelt. So geht 3,5. 1000 Schaden Blutung. Unser Schild ist geblieben. Dann würde ich mal sagen, sollte das ist jetzt gewesen sein. Perfekt. Dann macht sich die Waffe belohnt, die zwischendurch einfach mal 500 zu Damage macht. Die Suche geht weiter. Bildnis von Jenna, da ist auch das Ding, das wir haben wollten. Perfekt. Kannst den zusätzlich zu deinem Preis behalten. Das ist Jenna. Die gütige Jenna. Sie unterstützt die Hilfsbedürftigen. Und bla bla. Damit haben wir das auch erledigt. Und sind jetzt Arena-König, wie es ausschaut. Ja. Das heißt, man kann die auch fertig machen, so wie ich das sehe. Jetzt haben wir sogar noch einen Aufwertungspunkt gekriegt. Oder wir haben eigentlich... Wir haben eigentlich ausgegeben. Das heißt, wir nehmen die hier wieder raus. Und machen die hier selbstverständlich wieder rein.
Und... Ach Moment, wir können natürlich hier wieder mehr Schaden reinlegen, aber... Hier wahrscheinlich das machen. 15.000 Leben. Okay, dann haben wir den Teil auch. So, und deswegen sind wir hier leider auch nicht weitergekommen, weil wir hier nicht hingelaufen sind. Das heißt, hier können wir die einfache Erinnerung jetzt endlich reinsetzen. Und kommen dann an die Erinnerung dran, die dahinter ist. Es ist, als könnte ich die Hitze der Schmiede in meinem Gesicht spüren. Das muss die Erinnerung eines Schmieds oder so sein. Handwerker. Check. Dann probieren wir mit Handwerker einmal hier schnell dran vorbei. An dem vorbei wieder raus. Weil ich mir relativ sicher bin, dass wir hier drüben... den hier mit einer Handwerkerinnerung füllen können. Weiß nicht mehr, muss Fragen stellen. Erinnerung zugewiesen. Aufgabe angenommen. Das war nix. Na doch. Ein Siegel. Feuersiegel. Der Kampf bringt uns zusammen. Kommen wir hier schnell raus. Nein. Ja. Ich möchte doch nur gucken, ob wir den hier aufgeben können, aber wahrscheinlich brauchen wir hier was anderes. Okay. Dann gehen wir hier wieder zurück. Und dann müsste bei diesem Lichterrätsel auf der anderen Seite, also nicht die Lichter, sondern da, wo wir die unterschiedlichen Pfade gemacht haben. Müsste, wenn mich nicht alles täuscht, einer gewesen sein, wo wir dachten, dass das mit dem einen geht, aber dann war das doch nicht der Fall. Sondern wir mussten... Der da drüben, der da müsste es sein. Wo wir die Einbruch stand, dass eine einfache, glaube ich, haben will, aber gesagt hat, dass das dann nicht passt. Lass uns kurz vorbei. Ich hab für jeden eine Kugel. Dann hätten wir das doch nur beim ersten Durchgang erledigt. Gemerkt, dass das so ist. So. Dann kommen wir jetzt von hier aus an den Typen dran. Wie gesagt, er will eine einfache haben. Aber dann hat er danach gesagt, dass er eine Handwerker braucht. Relativ sicher. Versuche mich zu erinnern. Weil jetzt geht's nämlich. Und dann kommen wir auch an die letzte Erinnerung dran. Kein Wunder, dass diese Erinnerung weggesperrt wurde. Ein fähiger Taktiker zu sein, ist eine Sache. Aber Krieg zu lieben? Befehl können wir jetzt machen. Okay. Dann schnappen wir uns noch das hier. Ein Siegel. Dann müssen wir hier wieder einmal schnell zurück. Und dann war hier drüben noch einer. Den wir jetzt mit Befehl da wegschicken können. Aha. Das sieht nach etwas aus, das wir verwenden können. Wir brauchen quasi ein Quadrat und einmal über Kreuz auf der Oberseite. Interessant, der Pult gefühlt den ganzen Raum zusammen. Lass uns bitte gehen. Dankeschön.
Das heißt, wir müssen noch einmal in die Dingskammer. Und aus der Dingskammer. Können wir dann. Genug geflohen. Lass uns bitte wieder gehen. Können wir dann das Lichträtsel noch lösen? So. Haben wir. Müssen wir hier an denen noch vorbei? Hat ja gut geklappt. Du weißt, wer ich bin? Als würden die das wissen. Hm, nein. Nein. Ja. Dankeschön. Also Materialien brauchen wir gerade nicht. Das ist überhaupt kein Kämpfen, wenn wir full, also wenn wir max Level sind. Kompletter Schwachsinn. So. An dem fix vorbei. Wisst ihr was? Dann können wir auch hier erst das Lichträtsel machen, wenn wir schon mal hier sind. So, wir brauchen ein Quadrat und oben muss überkreuzt sein. Das heißt, das ist schon mal richtig. Das sieht auch richtig aus. Machen wir mal das. Hier kommt ein Strahl raus. So. Brauchen, wie gesagt, ein Quadrat. Haben wir. Noch nicht. Jetzt fehlt hier noch ein Strahl. Aber dann geht das nicht. Warum muss das so kompliziert sein? Hier kommt noch einer raus. Ah, Moment mal. Dann brauchen wir den hier nicht. Und dann kann der hier eigentlich noch hier. Okay, Moment mal. Welcher leuchtet jetzt von sich aus? Okay, der leuchtet von sich aus. Der hier leuchtet nicht von sich aus. Der hier leuchtet von sich aus. Und der hier auch. Das heißt, der darf nicht nach da. Das heißt, der hier muss nach da. Okay, daraus wird ein Schuh. Und der muss dann nach unten. Und der... Moment. Du leuchtest... Von da nach da, du von da nach da, das ist aber falsch. Du musst nach da leuchten. Und du... Ah, wir haben's. Du musst nach da. Hat lang genug gedauert. Dann einmal die Truhe. Da ist jetzt relativ sicher das Item drin, was wir für Ari brauchen. Ein Spielzeug. Sieht aus wie ein Fuchs. Ari, ist das einer dieser Steine, die du suchst? Ja, ein Schmuckstück, das jemand mit Hilfe von Imelos Technik aus einem versteinerten Ei geschnitzt hat. Ich spüre, wie die Seele im Inneren brennt.
ein Fuchs weniger. Das heißt, jetzt fehlt nur noch das Amselgewölbe, glaube ich. Das heißt, hier aber noch einmal raus, weil wir müssen immer noch den den einen Golem noch einmal andingsen. Nämlich den hier drüben, der müsste da noch sein. So, dankeschön. Und jetzt mach du dich bitte einmal vom Acker. Und lass uns bitte in Ruhe und greif uns nicht an. Ja, wieso rede ich überhaupt mit dir? Das wird ein Spaß, ja? Also, zack. Erledigt. Gott. Er hat 8-6 drauf, der steht auf jeden Fall von jetzt los. Naja, knapp. So kann man es auch machen. Doch, das müsste der letzte gewesen sein. Jomus Geistklinge. Interessant, wie viele Items man hier findet, die wirklich League of Legends Sachen zuzuordnen sind. Elementarsiegel. Ja, nicht. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Wir können es auf jeden Fall nicht anklicken. Hier hat sich auch nichts geändert. Vielleicht müssen wir das mit Ari anklicken, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, wir sind ansonsten mit dem Backtracking so weit, dass uns nur noch der gezackte lang... Den holen wir noch. Das ist eine reine Backtracking-Folge. So, wie es ausschaut... Weiß nicht, ob das einfach nur schlecht übersetzt ist oder nicht. Das ist zumindest ein Archiv und im Questtext steht, dass die Leute Orte überfallen haben, wo Sachen aufbewahrt werden. In anderen Worten, vermutlich dann doch hier, wo wir zwar schon waren, aber da gibt es ja noch diesen einen dicken Golem hier auf Level 20, den wir damals nicht angegangen haben. Den wir aber jetzt angehen können. Und der müsste den gezackten Langdurch haben. Easy. So, dann wieder raus. Und dann dürfte tatsächlich nur noch das Amselding finden. Aber das suchen wir dann wirklich gemeinsam. Das wird dann hoffentlich kein Zusammenschnitt. Aber genießen wir einmal die Rückkehr mit dem Dolch. Dieser Dolch, er ist verflucht. Ich kann sie bis hierher spüren, die Schattenmagie in ihm. Ach, Schattenmagie? Meinst du, das könnte etwas mit dem Orden der Schatten zu tun haben? Ich hoffe nicht. Wenn diese Klinge ihm gehörte, sind sie vielleicht in der Nähe. Ihre Augen und Ohren sind überall. Der gehört der Tiefe, also gehört er mir. Aber wenn der Orden auf der Suche danach ist, dann lass sie nur kommen. So. Wir kontrollieren trotzdem noch einmal ganz kurz... den Part hier am Anfang. So. Fehlt uns. Haben wir. Das bedeutet, wir müssen nur noch in den Amsel-Teil. Das heißt, ich lese mir den Text durch und dann gehen wir das nächste Mal die Statuen uns angucken.
So, das heißt, was noch auf der Agenda steht. Wir wollen die Amsel, das Amsel-Ding finden. Wir wollen die Waffen machen. Und dann geht's zu Viego. Das heißt, vielleicht schaffen wir es in einem Part. Ich tippe aber eher noch auf zwei. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.